Servus, ich begrüße euch zum neuen Video. Wie ihr im Hintergrund seht, heute bin ich wieder am Plansee unterwegs. Ich schaue mir heute den neuen Plansee-Höhenweg an. Das ist ein neu ausgebauter Wanderweg, circa 6 Kilometer lang, also nichts Spektakuläres. Und ja, als erste Station habe ich hier diesen Aussichtspunkt gefunden und ja, der ist wirklich traumhaft. Sowas findet man bei uns echt, echt selten. Und daher werde ich gleich die Chance nutzen, dass ich hier noch alleine bin und erstmal ein bisschen die Aussicht genießen. Ja, und natürlich kann man nicht nur oben auf dem Aussicht, auf der Aussichtsplattform verweilen, sondern auch hier unten, und das zeige ich euch einfach mal. Also unter der Plattform findet ihr noch so ein, ja, so eine Art Shelter mit einer Sitzbank und einem Tisch, und das Ganze ist nagelneu und bei uns, wie gesagt, echt, echt selten. Und ja, bei der traumhaften Aussicht kann man doch echt mal eine Brotzeit genießen. Da hinten übrigens, da, wenn man zwischen den beiden Bergen hochgeht, was war die Stelle, wo ich in meinem letzten Video gewesen bin, das verlinke ich euch hier oben einfach mal. Und da habe ich mich ja auch dazu durchgerungen, mir eine neue Kamera zu kaufen. An dieser Stelle gehen dann auch erstmal direkt Grüße an den Alexander raus. Der Alexander hat sich nämlich nach meinem letzten Video bei mir gemeldet und hat mir geschrieben, hey, du hast im Video doch gesagt, du möchtest gerne eine GoPro haben, und ich habe da noch eine rumliegen, die brauche ich aktuell nicht mehr. Und die würde ich dir zum guten Kurs anbieten, weil mir deine Videos halt einfach gefallen. Und das finde ich super, und daher an dieser Stelle erstmal danke. Das war wirklich ein großes Paket mit vielen Ersatzakkus. Und damit bin ich jetzt erstmal gut ausgerüstet. Ihr seht, der Weg ist jetzt nicht besonders anstrengend und auch nicht besonders spektakulär. Aber macht Spaß zu gehen am frühen Morgen. Für mich ist das Ganze auch ein bisschen Ausrüstungstest hier heute, beziehungsweise hauptsächlich Kameratest. Ich möchte halt schauen, wie funktioniert die Kamera, unter welchen Lichtbedingungen und mit welchem Stativ komme ich hier überhaupt am besten klar. Ich habe jetzt 3 oder 4 verschiedene Stative mit und die probiere ich der Reihe nach aus, weil viele empfehlen ja bei den GoPros halt einfach nur so einen Selfie-Stick, aber mir fehlt dann die Möglichkeit, das Ding irgendwo abzustellen, und deshalb bin ich aktuell noch eher bei der Variante Gorillapod. Also ich glaube, dieser Anblick bedarf nicht vieler Worte. Da wir gerade beim Thema Ausrüstung sind, möchte ich euch noch auf eine kleine Änderung hinweisen. Und zwar gibt es ja immer wieder Beschwerden bei YouTube darüber, dass so lange Amazon-Listen, also Amazon-Link-Listen unter den jeweiligen Videos sind. Und ich muss sagen, bei dem einen oder anderen Kollegen, das sind echt teilweise 40 bis 80 Links. Und ich für meinen Teil habe das schon immer, seit ich YouTube mache, versucht zu reduzieren auf so, ja, die 3 bis 4 wichtigsten Artikel aus dem jeweiligen Video, weil dazu kommen meistens auch die Fragen. Unabhängig davon bekomme ich natürlich pro Woche massenweise Anfragen zu älteren Videos. Was hast du da benutzt? Was hast du da benutzt? Und ja, natürlich beantworte ich die gerne. Und natürlich verdiene ich auch daran, wenn der ein oder andere was über den Partnerlink bestellt. Das ist natürlich kein Geheimnis. Aber ich möchte jetzt mal das Ganze ändern, und ab sofort findet ihr unter meinen Videos nur noch einen Link. Den Link blende ich jetzt hier mal ein. Der führt auf eine externe Plattform, die nennt sich kit.com, und dort könnt ihr meine gesamte Ausrüstung jederzeit einsehen. Das hat für mich den Vorteil, wenn sich Ausrüstung ändert, kann ich das an einer zentralen Stelle ändern und ich habe immer die aktuellen Kits. Ich kann Kits für das jeweilige Video zusammenstellen, wenn es notwendig ist, und ja, ihr habt immer sämtliche Informationen auf einen Blick. Ich würde euch bitten, klickt einfach mal auf den Link unten, kit.com, wie gesagt, blende ich euch ein, und teilt mir dazu mal eure Meinung mit. Findet ihr das System besser oder findet ihr die Amazon-Links, wie sie bisher waren, besser? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren. Ich habe jetzt gut die Hälfte der Strecke geschafft und da ist ein kleiner Brunnen. Das ist ja cool.
Also dieser Wanderweg ist jetzt wirklich mal herausragend, würde ich sagen, für unsere Region. Kann man wirklich so sagen. Auf 3 Kilometer 2 solcher Brunnen und 3, 4, 5, 6 Bänke plus dieses große Relax-Ding, wo wir am Anfang waren. Also das hier echt selten. Ich beneide ja meine Leute, die im Schwarzwald wohnen. Da ist ja gefühlt irgendwie alle 100 Meter eine Bank oder ein Tisch. Das gibt es hier gar nicht. Was den Rucksack angeht, bin ich heute ja wieder mit dem Gregory Zulu 30 unterwegs. Und ich muss sagen, ich bin von dem Rucksack genauso begeistert wie von meinem Baltoro. Er ist von der Größe her optimal, ein super geiles Tragesystem und lässt sich wirklich gut organisieren. Vor allem gefällt mir, dass er nicht so ein klassisches Deckelfach hat, das man eigentlich meiner Meinung nach bei einem Tagesrucksack oftmals gar nicht braucht. Also wirklich cooler Rucksack. Boah Leute, ich glaube, ich bin hier im neuen Wanderwegparadies, weil wir hatten jetzt schon Relax liegen, wir hatten Bänke, wir hatten Brunnen und jetzt kommt ein Schaukelstuhl. Genial! Langsam geht es wieder runter zur Planseestraße, aber irgendwie kommt der Weg ganz woanders raus, als ich ursprünglich geplant habe. Denn da, wo ich eigentlich runter wollte, war ein Tor. Ging also nicht, war verschlossen. Und jetzt muss ich einen kleinen Umweg laufen, aber ich habe mal auf den Fahrplan geschaut. Die erste Fähre, also das erste Schiff, geht um 11.10 Uhr, also Ankunft 11 Uhr, Abfahrt 11.10 Uhr. Jetzt haben wir es 9.43 Uhr, also ich habe noch über eine Stunde Zeit, wenn ich mit dem Schiff zurück möchte. Und da kann ich es ganz entspannt angehen lassen. Da hinten kann man auch schon die Sonnenschirme sehen, wo wir gleich eine Pause machen werden. Jetzt werden wir da vorne mal schauen, wann die Abfahrtszeiten sind. Beziehungsweise auch. Schauen wir, ob meine Abfahrtszeit noch aktuell sind. Ja, und hier sieht man es auch. Also 11 Uhr kommt das Schiff an, 11.10 Uhr ist Abfahrt und das passt schon ganz gut. Ich bin wieder im Auto angekommen und damit möchte ich das Video auch für heute beenden. War eine richtig schöne Tour, jetzt körperlich nichts mega anstrengendes, auch nichts super weites, aber optisch doch schon mit einigen Highlights und auch für unsere Region durch die vielen Sitzmöglichkeiten und diese ganzen Neubauten
am Weg und die Brunnen doch sehr, sehr außergewöhnlich. Ich kann den Weg auch gut für Familien mit Kindern empfehlen und dann das Ganze am Ende, wie in meinem Beispiel, mit einer kleinen Bootsfahrt zurück zum Ausgangspunkt zu verbinden. Wenn euch das Video genauso gefallen hat wie mir die Tour, dann hinterlasst gerne einen Daumen oben, gerne auch Anregungen in die Kommentare und dann hoffe ich, wir sehen uns bald im nächsten Video. Ciao!